Obwohl Näheres dazu nicht veröffentlicht wurde, sprechen Geheimdienstkreise davon, dass China heimlich Atomwaffen herstellt und somit internationale Verträge verletzt. China hat gegen die Vorwürfe protestiert und erneut zum Ausdruck gebracht, dass diplomatische Gespräche mit China gestalten sich weiter schwierig. US-Truppen in aller Welt bereiten sich derweil auf die Abwehr möglicher Angriffe vor. China hat erneut alle Verbindungen zu Combine Nicolaze dementiert. Oh mein Gott. Internetübertragung vor wenigen Minuten. Kann nicht zulassen, dass mein Land zu einem Spielball des widerlichen amerikanischen Despotismus oder dem seiner Verbündeten wird. Die Welt gehört nicht euch alleine. Die Soldaten, die ihr ständig zu uns schickt, nehmen am amerikanischen Terror teil. Um 17.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit werden die Soldaten, die den ungerechtfertigten Hass ihres Mutterlandes sehen, live und für alle Welt sichtbar exekutiert. Mukzu-Bo-Schlachthaus. Na also, kommt doch noch was dazwischen. Mukzu-Bo-Schlachthaus. Mukzu-Bo-Schlachthaus. Das ist die Frage, wie lange mache ich noch? Ich hätte es gern einfach noch fertig, das Spiel, irgendwann mal. Ich weiß aber nicht. Fischer, wir nähern uns der Schwelle zum Krieg. Wenn Nicolaze diese Männer bei laufenden Kameras tötet, sind wir erledigt. Machen uns die Toten oder die Übertragung Sorgen? Fürs Erste die Übertragung. Dann gewinnen wir Zeit, um das Töten zu beenden. Nicolaze sendet über eine Antenne auf dem Dach. Das ist dein erstes Missionsziel. Alles Weitere auf dem Offset. Alles unbenötigte Personal aus dem Sicherheitsbereich ab. Ups. Melden Sie sich in der Zentrale. Aber ich darf jetzt wieder töten, oder? Keine Besonderheiten. Alles unbenötigte Personal aus dem Sicherheitsbereich abziehen. Melden Sie sich in der Zentrale. Warum ist denn das hier so hell? Keiner mehr, oder? Wie immer mit einer Hand die Computer bedienen. Voll der coole Typ. Oh, jetzt schon Speicherpunkt. Sieht, sind da jetzt Minen. Minen sind schlecht für die Gesundheit, wie wir alle wissen.
Erst der hintere. Und jetzt er. Dann kann ich mich nämlich in Ruhe um diese scheiß Minen kümmern. Ach, fick dich doch. Das war wieder so unnötig, Alter. Diesmal geht es darum, unauffällig zu sein. Ja. Pass auf den Alarm auf. Als ob ich das mit Absicht machen würde, wenn das Spiel so dumm ist. Oh, stopp. Nicht, dass hier auch noch eine liegt. Nein. Für was diese Knicklichter? Das habe ich irgendwie noch nicht verstanden, was man mit diesen Knicklichtern machen soll. Jetzt eigentlich schwören können, dass ich hier irgendwas machen, dass ich das jetzt hier fertig. Jetzt stehe ich hier da drüber, oder? Nö. Mann, das Spiel ist auch einfach so undankbar. Check das nicht. Wo muss ich hin? Hä? Ich verstehe das nicht, Mann! So ein bisschen Schützenhilfe wäre so toll! Mann, ey! Ich check's nicht. Ich check nicht, was ich machen muss.
Ah ja, jetzt habe ich es rausgefunden. Oh. Gut. Jetzt glaube ich gleich welche. Das ist so komisches Zeug, die hören mich, wenn ich da drauf laufe. Kann ich mich noch daran erinnern, dass da irgendwas mal war. Wenn ich da drauf laufe, dann kommen die da alle rausgerannt, 3 oder 4 Stück. Deswegen vorsichtig. Was zur Hölle ist passiert? Die Sendeantenne ist ausgefallen. Wir haben kein Signal nach draußen. Wir werden angegriffen. Die Amerikanski sind hier. Amerikanski! Die Sendeantenne ausgeschaltet. Schafft Nicolazze hier raus. Ich will seinen Helikopter zügigst in der Luft sehen. Ich will, dass Techniker und eine Eskorte auf das Dach gehen, um die Antenne zu reparieren. Und ich will diese Amerikaner tot sehen. Jawohl! Klingt, als hättest du ordentlich aufgeräumt. Das verschafft uns aber nur ein paar Minuten. Suche die Soldatenfischer. Ein einziger. Ihr schickt einen einzigen. Na. Ja, fast schon frech. Muss ich gar nicht nach unten. Der da. Vielleicht sollte ich auch mal Granaten schmeißen. Granate! Granatos, Fliegos, ins Gesichtos, Zerfetzos, Alos, was machos, Geräuschos, Indos, Drinstos. So, hallo, ich bin Sam Fischer. Jetzt muss ich dann durch dieses komische Kühl. Muss jetzt dann durch dieses Kühlhaus, da kann ich mich noch dran erinnern. Und da war das Problem, dass beim Emulator Wer ist denn da? Beim Emulator konnte man die Wärmesicht nicht ordentlich nutzen. Das war ein Problem.
Weil man die braucht in dem Level. Kann ich mich noch gut dran erinnern. So, der Plan ist eigentlich, auf den drauf zu fallen, damit ich nicht sterbe. Vielleicht drehe ich ja langsam durch. Mann, geh doch nicht immer so schnell, du Vollidiot! Bewegung! Oh, der regt mich so auf! Der regt mich so auf! Auf einmal rennt er los! Weil dieser scheiß Controller so beschissen empfindlich ist. Das ist so dumm einfach. Drecks PS2. Du kannst dich nicht langsam bewegen, weil er einfach losrennt. Spasti. Das muss man sogar so machen, anders, du musst es so machen, du kommst anders nicht darunter. Du stirbst, wenn du dich sonst fallen lässt. Andere Problem ist, du stehst halt dann auch mitten im Licht. Aber vielleicht kann ich... ihn ja schon mal hätten. Natürlich überlebt er das! Natürlich! Ultimativ logisch. Ich schieße ihm in den Kopf. Da sagt er, fick dich. Es ist so lächerlich an manchen Stellen, das Spiel. Es ist so wirklich, also wirklich, wo du dir dann denkst, was haben die sich dabei gedacht? Die Idee, auf den draufzufallen, ist echt cool, aber du kannst halt niemanden abschießen. Das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, dass du Leute abschießt. Das ist wirklich, die sagen dir das am Anfang, das ist nur im Notfall und das ist auch nur im Notfall. Und selbst dann besteht der eigentliche Notfall darin, ja, aus irgendeinem Grund hört er mich. Da wirst du echt, da musst du dich einfach aufregen. Das macht alles andere, macht keinen Sinn. Ja, den da jetzt wieder. Vlad Kowalsken. Diesmal sogar ohne Bewegung. Oh oh. Idiotenverein. Ein Verein von Idioten. Ja, ja, es ist gar nicht so richtig immer nur die Steuerung. Es ist einfach, wie er auf meine Eingaben reagiert. Manchmal völlig übertrieben, viel zu schnell und sensibel. Und dann, gerade beim Zielen, reagiert er gar nicht. Also was ich manchmal den Knüppel vergewaltigen muss, damit sich das Fadenkreuz bewegt. Das ist echt merkwürdig. Vielleicht liegt es auch am Controller, ich weiß es nicht, aber... gibt jetzt nicht mehr so viel neuwertige Controller bei der PS2.
Mal gucken, ob ich noch... Ich find vielleicht noch meinen alten, aber der ist auch nicht viel besser. Naja, ich werde schon irgendwie straight kommen damit. Bin ja jetzt auch vorwärts gekommen, also von dem her. Ist ja jetzt nicht so, dass... Ich bin froh, dass es funktioniert. Hat ja lange gedauert, bis ich überhaupt PS2-mäßig... Deswegen brauche ich mich nicht beschweren. Hat viel Geld gekostet, aber... Das war es ja dann am Ende. Finde ich, für mich war es wert, dass ich endlich die alten Spiele mal spielen kann. Wieder. Und auch mal welche, die ich damals als Kind spielen wollte, aber auch nie das Geld hatte, mir dies überhaupt mal zu kaufen. Pandora Tomorrow, also den zweiten Teil zum Beispiel, den konnte ich mir damals auch gar nicht leisten. Den ersten Teil habe ich damals auch bei einem Kumpel gespielt, den habe ich selber gar nicht gehabt. Nur den dritten Teil habe ich selber gehabt. Greco, hier spricht Nicolate. Töte die amerikanischen Soldaten. Bring sie zum Studio und töte sie. Wir finden das Material so schnell wie möglich. Sag Feierung, dass wir Fortschritte machen. Ich hole die Arche. Hey du. Verdammt, was? Wo haltet ihr die amerikanischen Soldaten gefangen? Grinko wird mich erschießen. Ich bin da etwas kreativer. Wo sind sie? Ja, aber wie gesagt, ich habe ja mindestens einen Controller da. Und ich weiß ja nicht, ob es am Controller liegt oder einfach nur, weil man heutzutage halt auch viel sensiblere Eingaben hat. Ich meine, du hast ja heutzutage allein die Knöpfe oben haben ja verschiedene Triggerstufen. Wo steckt Grinko? Und das ist krass, was das für ein Unterschied ist. Er wird sie finden. Ja, zum Glück irgendwo, oder? Ja, irgendwie ja auch schlimm, wenn wir uns gar nicht weiterentwickelt hätten. Geh halt jetzt da rein. Hier, Grinko. Ich will, dass die amerikanischen Soldaten für die Exekutionen vorbereitet und ins Studio gebracht werden. Ja, Sir. Hast du das gehört, Fischer? Die Exekutionen gehen weiter. Hab's gehört. Irgendwelche Ablenkungsmanöver? Versuch's mal mit deiner Knarre. Stell sicher, dass die Eskorte nicht unsere Jungs erreicht. Was ist mit der Übertragung? Das ist nicht unsere Sache. Gehen wir. Oh, wieder so ein random Moment, das ist der Dummheit. Einfach ein umkauen und der andere habe ich noch. Yay, ich kann mich sogar heilen. Ja, wieder ein Moment, ein grandioser Moment von Sam Fisher. Ach ja. Nee, ich muss da rein, glaube ich, gell? Ja. Da, das ist dieses Kühlhaus jetzt. Es ist ein Wunder, dass ich manchmal noch lebe.
Ah! What the fuck? Wo kam das denn her? Ei, ei, ei. Ja, es ist halt schade, dass sie die Spielserie irgendwie so ein bisschen in den Sand gesetzt haben. Dann das Xbox 360-Spiel zum Beispiel damals, das war einfach viel zu viel Action und viel zu wenig Stealth. Alter, das Zielen ist halt einfach unmöglich da herin. Ja, es ist halt, das ist wie so oft, entwickelt sich das irgendwie immer falsch. Ich weiß nicht, was die Spielemacher sich da manchmal denken, warum sie Spiele so und so dann weiterentwickeln, obwohl sie doch, da fragt man sich, spielen die das überhaupt selber? Wissen die überhaupt, warum Leute das gespielt haben? Das sind so Fragen, jetzt stellt er sich da an die Wand und trifft nicht. Egal, mach es anders. Man muss mir ja hier entgegenkommen. Hä, wo denn? Ach da, scheiße, den habe ich gar nicht gesehen. Sehr schade, weil ich fand die Reihe bis zum dritten Teil... Na, Double Agent war sogar auch noch in Ordnung. War zwar schon weniger Stealth... Aber nach Double Agent war es einfach vorbei. Da hatte das sogar noch eine Geschichte, so viel ich weiß, bei Double... Das ist... Was war denn das? Auch interessant, wie sie genau vor meine Fresse laufen, weißt du? Die wissen halt ganz genau, wo ich stehe. Die laufen mir voll in die Fresse. Das war jetzt Glück. Ich höre es doch.
Verkauf ihn nicht für blöd, ich höre doch das Ding. Das muss schon so gehen, oder? Das anders laufe ich dem Scheiß ja voll rein. Komm, nochmal. Das muss so funktionieren. Ist das gemein. Dann das Objekt werfen und dann rennt er mir jetzt gleich voll wunderschön in die Kanone rein. Jetzt pass auf. Das haben sie so richtig mies da jetzt so hingelegt. Identifizieren Sie sich. Das war der Plan. Das sind so Momente, das mag ich. Weißt du, das haben sie genau so hingelegt, dass du weißt, so kannst du sie erledigen. Einfach nur, dass du noch ein bisschen Spaß hast. War der einzige Sinn dahinter. Oh, Gott sei Dank.